Walter Forster ist ziemlich bedient. Der Rentner wohnt am Ortsende von Menkhofen, direkt am Treffpunkt der Staatsstraßen aus Dingolfing und Niederviehbach. Am Mittwochvormittag hat ihm ein LKW seinen Gartenzaun regelrecht niedergemäht. Der Lastwagenfahrer machte sich aus dem Staub. Deshalb wird Forster wohl auf seinem Schaden sitzen bleiben. Und das nicht zum ersten Mal. Ich hatte schon mal so einen Fall, da ist ein Pole reingefahren. Der war allerdings das Auto sehr stark beschädigt, da wir es in Menkhofen selber gefunden haben. Und da musste ich auch den Schaden selber bezahlen, weil das Fahrzeug war nicht versichert. Für Walter Forster ist klar, das eigentliche Übel ist das hohe Verkehrsaufkommen in Menkhofen. Deshalb kämpft er bereits seit 14 Jahren für eine Ortsumgehung. Seitdem das BMW-Werk in Dingolfing ist, da haben wir ungefähr, werden sei schätzungsweise 12.000 Fahrzeuge pro Tag, davon aber rund 4.000 Schwerlastverkehr. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens hat es in den vergangenen Jahren rund um Menkhofen noch mehrere, teilweise auch tödliche Unfälle gegeben. Und vor allem die Lärmbelästigung hat noch weitere Auswirkungen. Wir haben keine Biergärten, nichts mehr. Es sind Häuser da, die haben schon ein Jahr ausgeschrieben zum Verkauf. Die will keiner kaufen, weil für Immobilien ist das uninteressant. Denn schließlich haben wir ja hier einen Geräuschpegel von bis zu 80 dB. Und das unter Umständen sogar nachts. Lange Jahre haben die Menkhofener deshalb gefordert, dass eine Ortsumgehung in den Ausbauplan des Freistaates aufgenommen wird. Passiert ist das erst bei der 7. Fortschreibung im Jahr 2011. Und vorgesehen wäre die Umgehung darin sogar erst für das Jahr 2025. Das bedeutet, dass in diesem Jahr frühestens erst mit entsprechenden Planungen begonnen werden soll. Für uns ist das natürlich gar keine Lösung, die uns in irgendeiner Form zufriedenstellen kann. Bürgermeister Karl Mayer fühlt sich von den staatlichen Institutionen im Stich gelassen. In den kommenden Monaten soll das Thema Ortsumgehung aber wieder auf die Tagesordnung kommen. Wir werden im Gemeinderat voraussichtlich in der Sitzung im Oktober, spätestens aber im November, uns mit diesem Thema nochmal beschäftigen und vielleicht auch in Form eines Ratsbegehrens den Rat unserer Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Menkhofen aufgrund der Komplexität dieses Themas im Gesamten einholen. Es könnte sich also doch bald etwas tun rund um eine der meistbefahrenen Straßen des Landkreises. Wenn es soweit ist, wird sich Walter Forster bestimmt auch wieder zu Wort melden.